Kräften teilen. Schön ist, wir können nicht ins Wasser springen, abzuhauen. So. Nein, lauf, lauf doch. Lauf doch. Wie oft, wie soll ich den Weh jetzt noch ein... Jetzt lass den doch in Ruhe. Kannst du doch nichts. Verfolgt mich bitte nicht. Sag mal, wo sind denn die, dass die mich jetzt noch sehen? So. Ich hoffe, dass sie... Wie konnte der uns sehen? Wir waren ungesehen, der schlägt in die Luft und... Wenn der Animus anzeigt, dass sie von einer informierten Wache beobachtet werden. Hä? Abend, du magst dem noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren. Nein, lauf, lauf einfach. Lauf, komm, lauf. Die alle nach uns grapschen hier. Ich glaube, wir laufen lieber die andere Richtung. Vielleicht kommen wir da direkt an Land. Ich glaube, an Land ist immer deutlich sicherer als auf dem Wasser. Irgendwie... Oh, da sind aber alle... So, okay. Interessante Beinschienen. Zack, zack. So, und da bleibst du. Ach, bin ich das, ja? Au. Finde ich gemein, dass die dieselben Fähigkeiten haben wie wir. Ich war jetzt eigentlich überzeugend, dass der ins Wasser fällt, aber... Na, nein, die muss man ausdehnen. Haben wir ausweichen müssen, aber. Der Pfosten. Tag. Nein, nicht schon wieder. Nein, nein! Oh, Alter! Kommt schon! Das darf doch echt nicht wahr sein. Nein, du lässt das Schwert einfach stecken und läufst! Los! Also das ist mit Abstand eine der beschissensten Missionen, die es hier je gab. Ups, du hast mit Truppen ans Wasser gefallen. Jetzt wird die See langsam blau. Oh, da ist noch ein Bogenschütze, da sollten wir uns fernhalten. Nein! Oh! Alter, ist das nervig, dass der nicht schwimmen kann. Greifen entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Kommt mit mir, du Narr! Du kannst nicht fliegen! Was? Oh, Alter. Wenn wir da fast schon... Einfach, nö. So, ich versuche jetzt erstmal hier aufs Land zu kommen. Jetzt kann alles scheiße. Wurden sie entdeckt, stoßen sie die Leute aus dem Weg, um ihre Geschwindigkeit zu behalten. Und ja. So, komm, Klinge weg und... Glaubst du, du könntest mir entfliehen? Jo. Du magst es noch nicht wissen, aber du hast mich verloren.
Nein! Ach, es war der Bogenschütze, der uns da erwischt hat. So, wir sind auf jeden Fall schon mal hier auf dem Steg. Das freut mich schon mal. So, ich muss jetzt hier irgendwas zum Untertauchen. Oh, die ganzen durchdrehenden Typen da. Ein Glück, dass wir das sehen. Das war mit Abstand eine der beschissensten Fluchten, die es hier je gegeben hat. So, jetzt müssen wir schnell wieder hier zu unserem Assassinenbüro und dann. Einfach mal nie. So, wo ging's denn hier durch? Da unten, ne? Warum greift ihr mich an? Weil ich mich selbst verletzt habe. Ja, ich. Ja, Sadisten sowas, aber. Wir sterben jetzt die Fallschaden. Ja, gut, dann können wir. Jetzt lass mich gehen. Können wir jetzt hier irgendwie nicht? Och na. Das wäre auch schlau, so wie wir so rumgehen konnten. Nein! Also Glück, ja. Das ist eine unfair verteilte Ressource. Wo sollen wir denn hin? Finde ich gut, dass ihr alle eure Krüge fallen lasst. Ja, Büro geschlossen, ich weiß. Oh, Alter, ist die uns genau an diesem. Ich meine, ich finde es ja gut, dass sie uns nicht nicht erwischen, aber. Komm, kletter schon da hoch. Naja, so viele waren sie gar nicht. Hätten wir im Prinzip auch töten können. Ist da noch jemand? Oder geht das hier drin nicht? Natürlich nicht. Das Adler hat auch keine so wirkliche Hilfe. Oh, wir haben's geschafft. Alter, ihr habt arges Aufsehen erregt. Ich tat, wie mir befohlen wurde. Siebrand ist nicht mehr. Genau, das ist es. Ihr solltet nach Masyaf reiten und Al-Mualim Bericht erstatten. Ja, ich sollte zurückkehren und mit ihm sprechen. Darüber und über andere Dinge. Seid ihr wohlauf, mein Freund. Ihr scheint reserviert. Es ist nichts, Rafik. Mir geht nur viel durch den Kopf. Sprecht mit mir. Ich höre euch zu. Zuerst muss ich mit mir selbst im Reinen sein, aber hab Dank für das Angebot. Es sind die Seelen derer, die ihr getötet habt. Ihr fühlt etwas für sie. Wie? Ah, mein Freund. Niemand verlangt, dass diese Gräuel euch erfreuen. Zweifel, Bedauern, Sympathie. Das war zu erwarten. Sollte ich diese Gefühle nicht fürchten? Ihr solltet sie annehmen. Sie sind es, die euch menschlich machen. Was, wenn ich Unrecht handelte? Wenn diese Männer nicht den Tod verdienten, wenn sie reinen Herzens waren, fehlgeleitet vielleicht, aber reinen Gewissens. Ich bin nur Rafik, Altair. Das übersteigt meine Weisheit. Vielleicht kann Al-Mualim euch Antworten geben. Ja, vielleicht.
Danke, Rafik. Es ist mir eine Ehre, jemandem mit eurem Geschick zu dienen. Zweifel hat er also daran. Ist da wieder eine Wand? Warum komme ich da nicht durch? Das Spiel ist bugfrei. Na, komm ich da durch? Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Siebrand haben wir damit also. Ja, komm noch, massiv frei dich jetzt nicht zu hoch. Das haben wir schon gemacht. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger aufzuhalten und den Sichtkontakt zu unterbrechen. Genau, wer es nochmal sehen will, haben wir irgendwie ganz am Anfang des LPs irgendwie sind wir überall hingeritten und haben dabei irgendwie Gegnerhorden hinter uns hergezogen und es ist wieder verschissen ohne Ende und ja. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubair und Siebrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns ihr hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt. Überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung. Sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Ir. Interessant.